Hallo, herzlich willkommen im WBO Mediengestaltung. Wir hatten heute den Tag der offenen Tür und wir haben für euch Interviews vorbereitet und Videos. Und die werdet ihr euch jetzt ansehen. Und ich bin hier mit dem Schulleiter der Schule und frage ihn heute, was los ist in der Schule. Oh, danke. Ja, wir haben heute Tag der offenen Tür und wir zeigen alle Bandbreiten, die wir anbieten, also für den normalen Unterricht, über den Unterricht mit digitalen Medien, unseren Berufsvorbereitungskurse, die wir haben, also Holz, Garten, was wir alles haben. Unsere Schülerfirma ist aktiv und wir haben auch ein Sportparcours im Forum aufgebaut, unter anderem mit dem ehemaligen FC-Profi Matthias Schacht. Also, wir sind die Streitschlichter. Genau. Und das hier ist unser Raum. Und hier schlichten wir die Streits. Das sind die Regeln. Aussprechen lassen, was wir überhaupt nicht ausreden lassen. Zuhören, nicht beschimpfen. Gezeichnet, aber ich muss ja nochmal neu zeichnen, weil ich die Striche nicht hinbekommen habe. Aus welcher Klasse bist du? 10B. Wie heißt du? Charlene. Um, wenn wir mit dem Thema Herzlungen und Wiederbelebung anfangen, um dann hier die Herzdruckmassage zu machen, ja, damit man auch genau weiß, wo man drücken muss, wie fest man drücken muss und so weiter, dafür gibt es diese Dummies. Das macht man so lange, bis der Rettungsdienst da ist. Das macht man normalerweise dann am Boden, dass es nämlich dann einfacher ist. Ja? Einkaufen, manchmal gehen, einkaufen und aufräumen. Und verkaufen? Ja, und verkaufen. Also ist am Dienstag und Freitag? Ja. Putzen und verkaufen? Ja. Mein Name ist Matthias Scherz, ich bin ehemaliger Fußballprofi des 1. FC Köln und habe seit 2011 einen eigenen gemeinnützigen Verein, der sich Matthias Scherz e.V. nennt, wo ich mich für Kinder im Grundschulalter für Ernährung und Bewegung einsetze. Und in dieser Schule bin ich heute, weil ich hier ein bisschen mit den zwei Sportgeräten die Sportstation vorstelle. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel mit 25 Jahren erst gemacht. Ich bin ganz, ganz spät in den Profifußball gewechselt oder dazu gekommen, Profifußballer sein zu dürfen. Und dann habe ich aber noch 13 Jahre dort Fußball gespielt. Für mich das beste Jahr war 2002, 2003. Dann sind wir mit dem 1. FC Köln aufgestiegen in die Bundesliga. Und ich habe 18 Tore zu diesem Aufstieg beigetragen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.